Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dein Gegenüber und um seine Gedanken. Ich schaue mir die Gedanken von deinem Gegenüber an. Wie sind diese Gedanken in Bezug auf dich? Was denkt dein Gegenüber über dich? Über euch. Ich schaue einfach in die Karten und werde dir berichten, was die Karten dir denn mitteilen wollen. Ich lege heute das Heaven and Earth Tarot. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es wird nicht alles mit dir übereinstimmen, aber vielleicht doch. Schau einfach. Ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Die Gedanken von deinem Gegenüber. Der Ritter der Schwerter. Dein Gegenüber ist bereit. Ja, in seinen Gedanken, da dreht sich alles um das Loslegen, um endlich etwas zu tun, um die Gedanken, die man so die ganze Zeit hat, auch irgendwann umzusetzen. Ich habe das hier so, dass dein Gegenüber auch zum Teil irgendwo in seinen Gedanken stecken geblieben ist, kommt da irgendwie nicht so ganz los in dieses Umsetzen. Ja, sowas habe ich hier mit dem Ritter der Schwerter. Und ist auch, dein Gegenüber ist auch momentan vielleicht, das ist jetzt so eine eine allgemeine Schau auf deinen Gegenüber, weil das ist die allererste Karte und dein Gegenüber präsentiert sich mir hier als der Ritter der Schwerter. Ja, in so einer Verfassung ist er oder sie momentan, ist unterwegs als Ritter der Schwerter. Das ist unabhängig vom Sternzeichen. Ja, und der Ritter der Schwerter, das ist jemand, der kämpft. Der kämpfen möchte, der bereit ist zu kämpfen, der bereit ist, sich einzusetzen, aber der Kopf stellt sich irgendwie dem Ganzen entgegen oder diese Gedanken sind einfach zu viele Gedanken, zu wenig machen. So habe ich das hier, ja? Und deswegen dieses Stecken bleiben, aber nichtsdestotrotz ist dein Gegenüber hier bereit, sich einzusetzen. Vielleicht weißt du davon nichts, ja? Vielleicht siehst du das nicht? Oder es kann auch sein, dass dein Gegenüber hier momentan sich zurückgezogen hat. Ja, sowas habe ich hier auch mit dem Ritter der Schwerter. So eine bestimmte Zurückgezogenheit, weil man irgendwie nachdenken muss, weil man das Ganze sich nochmal durch den Kopf gehen muss. Revue passieren habe ich hier. Und zwar Revue passieren nicht nur von dem, was jetzt mit dir war, sondern generell. Ja, bei einigen ist es so, Revue passieren generell, alles was war im Leben. Ja, einfach so, diese Zeit ist jetzt da bei deinem Gegenüber dafür. Kann aber auch sein, dass man sich einfach das, was mit dir ist und war, durch den Kopf gehen lässt und ist zu dem Entschluss gekommen, etwas tun zu müssen, zu sollen, zu können. Ja, kann, ich muss was tun oder ich sollte jetzt was tun oder ich werde jetzt was tun. Ja, weil das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ja, das sind so die Gedanken von deinem Gegenüber. Und falls du wirklich an den Sternzeichen interessiert bist, dann habe ich hier natürlich die Schwerter. Das ist das Luftelement. Aber ich gucke mir hier noch die Karten an und werde dir sagen, welche denn noch in Frage kommen. Aber wie gesagt, das ist nicht hier so ausschlaggebend. Ja, dass dein Gegenüber jetzt nur Luftelement sein kann. Es ist eher so diese Energie, in der sich jetzt momentan dein Gegenüber befindet. Und ich habe hier so als Zusatzkarte, habe ich hier den Eremitenrückzug, habe ich gesagt. Die Königin der Stäbe, sehr gut. Und
Den Hierophanten, starke, starke mentale Kräfte wirken hier jetzt momentan bei deinem Gegenüber. Dein Gegenüber ist komplett, komplett in seinen Gedanken, in seinem Kopf. Ja, das wollte ich dir nur so sagen, dass deswegen guckst du dir wahrscheinlich auch dieses Video an. Ja, diese Legung, weil dein Gegenüber ist eher momentan in den Gedanken, als dass dein Gegenüber jetzt konkret was tun will. Momentan eher zurückhaltend, eher einen Plan machen, ja, eher in Bezug auf dich einen Plan machen, irgendetwas sich da überlegen, welche Schritte können unternommen werden, was könnte ich denn überhaupt tun, sagen, machen, ja, sowas habe ich hier in Bezug auf dein Gegenüber und dich, weil ich habe hier als Zusatzkarte, habe ich hier den Eremiten und das ist natürlich, jemand befindet sich im Rückzug, jemand hat sich zurückgezogen in sein Inneres. Vielleicht triffst du dich sogar mit deinem Gegenüber, aber du bekommst nicht so viel von ihm oder ihr. Ja, er wirkt vielleicht so ein bisschen abwesend oder ist wirklich abwesend, meldet sich nicht ist so ein bisschen zurückhaltend vielleicht. Ja, so eine Zurückhaltung, so eine bestimmte. Also es geht nicht weiter. Vielleicht hast du das Gefühl, wir sollten jetzt einen Schritt weiter sein, seid ihr aber nicht. Das ist deswegen, weil dein Gegenüber nach dem inneren Licht sucht, nach dem Weg, nach dem Ausweg, nach einer konkreten Lösung für sich. Ich habe das hier sehr allgemein. Das betrifft vielleicht eure Verbindung, kann sich aber auch auf sein komplettes Leben beziehen. Ja, und deswegen. Es ist hier momentan bei deinem Gegenüber mehr die Gedanken als das konkrete Tun. Und ich kann dir aber schon hier sagen, dass dein Gegenüber das Licht finden wird, dass aus dem Rückzug dein Gegenüber sich zurückziehen wird. Ja, also er oder sie kommt raus an die frische Luft, kommt zu dir, kommt auf dich zu. Da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass es jetzt bis in alle Ewigkeit so sein wird mit deinem Gegenüber. Das habe ich hier nicht. Dein Gegenüber sieht dich als eine sehr, sehr starke und kluge Persönlichkeit. Nicht nur Person, sondern Persönlichkeit. Du hast eine starke, prägnante Präsenz für dein Gegenüber mit dem Hierophanten hier. Und du weißt sehr viel. Dein Gegenüber denkt, dass du viel, viel mehr denkst als er. Ja. Das zeigt mir die Karte, dass du mehr in deinen Gedanken vertieft bist, mehr überlegst, mehr hinterfragst dich selber, ja, als dein Gegenüber jetzt. So sieht dich dein Gegenüber. Jemanden, den man um Rat fragen kann. Man kann dich um Rat fragen, das denkt dein Gegenüber. Vielleicht bist du so eine Art Beraterin, Berater in irgendeiner Form oder vielleicht in deinem Umkreis, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis sieht man dich als jemanden, den man um Rat fragen kann, ja. Und auch ich habe dich hier in Augen von deinem Gegenüber sehr verlässlich, natürlich auch deswegen, ja. Und es könnte auch sein, dass dein Gegenüber dich so ein bisschen auf den Podest gestellt hat, zu dir hochschaut. Ja, kann hier auch so sein mit dem Hierophanten. Das sieht man hier ganz gut auf dem Bild. Ja, dass du hier über allem stehst. Kann sein, dass du auch so eine Attitüde hast. Du stehst einfach über den Dingen. Ja, dein Gegenüber nimmt dich so wahr, das juckt mich nicht. Das könnte auch hier so sein. Und ja, der Hierophant, er hat aber auch irgendwo so das geheime Wissen, ja, beziehungsweise hat sich schlau gemacht, hat viel nachgeforscht, sich informiert und deswegen hat er einen Wissensschatz angesammelt und diesen Wissensschatz teilt dieser Hierophant mit allen anderen, wenn er gefragt wird. Und so sieht dich dein Gegenüber, ja. Also irgendwo. Fast könnte auch in die andere Richtung gehen, so fast heilig, ja, dass du irgendwie so eine Aura hast, so dass man kann dich nicht, man kommt nicht nah an dich heran, man kann dich nicht so richtig greifen, fassen, anfassen, weil du irgendwie so, ja, etwas anders wirkst als alle anderen, ja. Sowas sehe ich hier auch. Und vielleicht bist du für deinen Gegenüber auch hier so sehr ruhig, wirkst sehr ruhig, gefasst. Flippst nicht sofort aus, ja? So nimmt dich dein Gegenüber wahr. So denkt
er oder sie über dich. Das bedeutet nicht, dass das nicht so sein kann. Vielleicht flippst du ständig aus, kann ja sein. Aber dein Gegenüber sieht dich halt so als sehr ruhig, als sehr gediegen und auch verlässlich natürlich. Eine sehr, sehr starke Person, ja. Und mit super intelligent könnte man hier auch so sehen oder mit sehr viel Wissen, mehr Wissen als dein Gegenüber. Das soll ich dir hier sagen. Und in der Mitte, jetzt komme ich zu der starken Königin der Stäbe, zu der feurigen Königin der Stäbe. Was denkt dein Gegenüber jetzt über dich? Du bist die Königin der Stäbe für dein Gegenüber. Und deswegen habe ich gesagt, dass das nicht unbedingt mit den Sternzeichen hier was zu tun haben muss, weil du musst nicht unbedingt hier Feuerzeichen sein. Kannst auch Luftzeichen sein, musst du aber nicht, genauso dein Gegenüber, ja. Aber du wirst hier repräsentiert für dein Gegenüber, also so siehst du aus für dein Gegenüber. Ja, als jemand sehr starkes, feuriges, leidenschaftliches, aber gefasst. Also du kannst deine Energie richtig in die richtigen Bahnen lenken. Du tust genau das Richtige, auch wenn es schnell gehen muss. Du hast immer einen Plan. Du erreichst deine Ziele. Du weißt, was zu tun ist. Du bist aber auch sehr leidenschaftlich und für jeden Spaß zu haben. Und auch jemand, der auch so vielleicht nicht still sitzen kann. Es ist eine allgemeine Legung, deswegen wird nicht alles, was ich gesagt habe, bis jetzt auf dich zutreffen, aber zum Teil schon, ja, sonst wärst du nicht hier. Und ja, die Königin der Stäbe geht manchmal durchs Feuer. Vielleicht bist du schon mal durchs Feuer gegangen, vielleicht weiß dein Gegenüber das. Ja, du hast dich sehr angestrengt, du hast alles getan, was nötig war und hast dein Ziel erreicht. Vielleicht in irgendeiner Angelegenheit in deinem Leben, das bewundert dein Gegenüber. Ich habe hier für dich so eine, ja, Huldigung, Bewunderung. Wie gesagt, dich so ein bisschen auf den Podest stellen und auch dich so erhöhen. Ja, ob das so gut ist, das sei hier dahingestellt. Aber dein Gegenüber sieht dich so, da, so denkt dein Gegenüber über dich. Und ich kriege hier aber noch irgendetwas, sowas wie versteckte Leidenschaft. Vielleicht zeigt dein Gegenüber, denkst du, zeigst deine Leidenschaft deinem Gegenüber nicht vollständig, nur ein bisschen. Diese Leidenschaft wird irgendwie zurückgehalten, wird ja wie gedeckt, bedeckt. Ja, also du hältst dich vielleicht mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer, mit deinem Temperament bei deinem Gegenüber etwas bedeckt und so nimmt dich dein Gegenüber wahr. Vielleicht aber auch nicht, aber er denkt das über dich. Das wollte ich hier noch kurz sagen. Und ja, ich habe ja hier am Anfang über den Rückzug gesprochen und da lege ich aber noch eine Karte drauf und auf diesen Stillstand, auf diese innere Zurückhaltung kann natürlich auch sein, ja. Ja, der Ritter der Münzen, langsam. Langsam, aber trotzdem. Also das ist, wie gesagt, der Rückzug wird nicht ewig dauern. Dein Gegenüber wird aus diesem Rückzug herauskommen, aus der Zurückhaltung. Kann sein, dass ihr euch trifft, dass ihr viel miteinander zusammen macht und Telefonate, Gespräche, aber irgendwo, irgendetwas hält dein Gegenüber zurück oder wird von etwas zurückgehalten. Das kann hier auch so sein. Und ich soll dir hier sagen, mit dem Ritter der Münzen, dass dein Gegenüber nach außen kommen wird. Ja, wird sich irgendwann bemerkbar machen, wird mehr von sich zeigen, aber ganz, ganz langsam. Ja, das sind so ganz langsame Schritte. Das wird nicht heute sein, das wird nicht morgen sein, sondern es ist so eine Entwicklung und erwarte auch nicht, dass dein Gegenüber sofort alles offenbart. Ja, das wird so Schritt für Schritt gehen, denn dein Gegenüber braucht irgendwie so eine Sicherheit. Ja, möchte sich sicher fühlen. Und auch irgendwie, vielleicht dient das Ganze so einer Vorbereitung, so einer inneren Vorbereitung auf das, was kommen wird mit dir. Ja, so sehe ich das hier in den Karten. Und ja, ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Ja, das waren die Gedanken von deinem Gegenüber. Und
Wenn du magst, kannst du liken, wenn dir diese Legung gut gefallen hat oder vielleicht das, was ich hier so mache, wenn dir das gut gefällt. Ein Like wäre super. Vielen lieben Dank dafür. Du kannst natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, wenn du magst. Ja, würde mich sehr, sehr freuen, ob du vielleicht in Resonanz gegangen bist oder ob das vielleicht, ob du das vielleicht ganz anders siehst, ja, als dein Gegenüber zum Beispiel. Und ja, du kannst natürlich auch ein Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan haben solltest. Und vielen lieben Dank dafür. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Abend und einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.